Jesus sagt, es werden sich wunderbare Türen öffnen für euch. 21. Februar 2018. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Meine Lieben, ihr seid nicht allein in euren Leiden. Niemand von euch ist allein. Ich bin direkt neben euch und ich leide mit euch, immer und immer wieder. Ihr geht euren Weg nicht allein. Meine Braut hat mich viele Male im Garten getroffen, die Schönheit unserer Liebe genießend. Doch es gibt auch Kreuzigungszeiten, Zeiten, in denen wir gemeinsam leiden werden, genauso wie wir von der Süße unserer Liebe füreinander berauscht werden. An so vielen Orten habe ich euch die Geheimnisse über das gemeinsame Leiden mit mir vermittelt. Um echte Leiden zu erleben, müsst ihr in die tiefen Behälter meines Herzens der Liebe für die Menschheit eintauchen. Ohne diese Erlebnisse könnt ihr die Tiefe meiner Liebe nicht erfassen und fühlen, noch in meiner Vergebung wandeln und leben. Und eure Brüder und Schwestern so lieben, wie ich es tue. Ihr müsst das Leiden durch Erfahrung verstehen lernen, andernfalls bleibt ihr ein geistiges Kleinkind. Dies sind die gewichtigeren Aspekte dieses Wandels mit mir. Dies sind die Dinge, welchen viele ausweichen oder sie wegdiskutieren, indem sie sagen, dass ich eure Gebrechen getragen habe. Das ist richtig, das habe ich. Aber als meine Braut tragt ihr nun die Gebrechen eurer Brüder und Schwestern mit, nicht um die Tore des Himmels zu öffnen, sondern für den Prozess der Rechtfertigung durch Glauben und Gnade, die freigesetzt werden muss, um alle Seelen in den Himmel zu bringen. Es ist eure Miterlösungsarbeit, zu helfen, um jeder Generation die frohe Botschaft zu überbringen. Dies ist der Grund, Claire, warum ich die Selbstlosigkeit im Leiden so betone für dich. Die Notwendigkeit, dass du dein Kreuz ohne Feindseligkeit und Beschwerden trägst. Es ist so unpassend von dir, meine Geliebte. Du kennst die Schwere der momentanen Situation. Du weißt, wie gefährlich diese Zeiten sind. Du weißt, dass ich gerecht und fair bin und dass ich niemals etwas ohne guten Grund tue. Wenn ich also diese Lasten für dich zulasse, muss es da einen sehr guten Grund dafür geben. Vertraust du mir nicht? Bitte vertraue mir, dass diese Leidens- und Prüfungszeit absolut notwendig ist, um mit meinen Plänen voranschreiten zu können. Bitte seid euch bewusst, dass ich alle Herzbewohner für eine ganz besondere Aufgabe erwählt habe, um die Menschheit in mein Herz zu bringen und auch diese Kinder in die volle Größe hineinzuführen, die ich, schon vor die Zeit begann, für sie vorgesehen hatte. Ich werde euch niemals über die Gnade hinaus leiden lassen, die ich euch gewährt habe, um euch zu stützen. Vertraut mir darin, ihr könnt trotzdem weitergehen mit diesem Kreuz und es werden sich wunderbare Türen für euch alle öffnen. Für meine Herzbewohner öffnen sich Türen von unfassbarem Segen und Veränderung. Aber zuerst kommt der anstrengende Aufstieg auf den Berg der Liebe. Vertraut mir damit und wisst, dass jedes kleine Ding, von einem Splitter bis zu einer großen Operation, dass alles genutzt wird, damit mein Königreich kommt und mein Wille getan wird. Ich segne euch jetzt, meine Lieben. Ich segne und befähige euch.
Ich stehe direkt neben euch. Ich dosiere jede Last entsprechend der Gnade, die ich euch gewährt habe. Und ich hoffe auf eure freudige und liebenswürdige Antwort, indem ihr diese Kreuze ohne Beschwerden trägt, sondern lieber mit Freude, da ihr wisst, dass ich euch für diese große Arbeit nutze und nichts, was ihr erträgt, ungenutzt zu Boden fallen wird. All dies wird süße, nahrhafte Früchte mit Samen hervorbringen, auch für die nächste Generation. Seid im Frieden, meine Geliebten. Die Dinge, die ihr erträgt, sind nicht umsonst. Sie sind immens wichtig für das Königreich. Ruft nach mir in jenen Momenten, wenn es scheint, als ob es zu viel wird, und ich werde euch mit meiner liebenden Gegenwart und mit meiner Auferstehungskraft stützen.